Moin alle, willkommen zu einer weiteren Folge mit News. Heute gibt es eine ganz crazy Sache. Und zwar gibt es Fixes beim Illusionaire. Dieser hat dann seinen Blindness-Effekt verloren. Wurde mit Advancements herumgespielt und wurde neu hinzugefügt. Es gibt außerdem jetzt den Tab End und Nether und Adventure. Außer von Minecraft. Ja, und es gibt jetzt Terracotta-Blocks. Terracotta-Blocks haben jetzt ihre eigene Farbe auf der Karte. Schalker und Schalker-Box, die normalen, wurden jetzt wieder mit der Farbe ein bisschen wieder zurückgesetzt, da diese Farben vorher nicht so gut aussahen. Also jetzt zu NCDs nicht passten, haben die entschieden, nee, wir machen nochmal zurück. Ja, es gibt außerdem jetzt noch Soundeffekte für Node-Blöcke. Einmal auf Eis wurde eine Flöte, auf Concrete, glaube ich. Auf Wolle wurde Gitarre, auf Gold Flöte, ja, und dann Glas, Eis wurde irgendwie so eine, Concrete wurde Xylophon, Glas, Eis wurde so ein, wie heißt nochmal, das, wo man dagegen schlägt und dann so Tone trennt, ihr wisst, was ich meine, bestimmt. Und es wurden noch ein NBT-Tag hinzugefügt, ein bisschen am Advancements Command rumgespielt und Advancements wurden generell ein bisschen überarbeitet und das Rezeptbuch wurde übrigens ein bisschen überarbeitet. Die Advancements können nun Commands triggern und der ganze Advancements Command hat eine kleine Überarbeitung bekommen, und zwar mit Slash Advancement Bulk Granite Granting oder Reworking. Somit kann man, ich habe das noch nie ausgetestet, und der neue NBT Deck ist Update Last Execution, und zwar kann man damit anscheinend einige Befehle in einer Sekunde machen, und aus der Eile heraus kann ich nicht alle Sounds mal zeigen, also anhören lassen. Das mache ich mal vielleicht in einem anderen, spontaneren Video. Also dann würde ich sagen, lass krachen und ciao für heute endgültig.